Die Welt befindet sich im Wandel, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich ohnehin. Das ist eine spannende Zeit, die nicht nur Risiken hat, sondern eben auch Chancen bietet. Chancen für Unternehmen, die nach dem Motto agieren, innovativ denken und neue Perspektiven kreieren. Aber was heißt das, innovativ denken? Was heißt das für Unternehmen, für Manager, die sich eben absetzen wollen von den Mitbewerbern? Über diese und andere Themen diskutiere ich jetzt mit zwei, die seit vielen Jahren genau das machen, Unternehmen eben sanieren, stark machen und fit machen für die Zukunft. Mein Name ist Stefan Kreuzer und ich freue mich sehr, dass Sie beiden heute hier sind, die beiden Deutschlandchefs von Alvarez & Marsal, Jürgen Zapf und Bob Rajan. Hallo. 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 Jürgen, Sie sind seit über 25 Jahren im Beratungsgeschäft tätig, seit über 6 Jahren bei A&M und Sie können sich einmal im Jahr etwas Geld sparen, denn Sie sind gelernter Steuerberater. Absolut richtig, durch tatkräftige Unterstützung meiner Frau noch verstärkt. Auch das noch. Was ist Ihre Spezialität bei A&M? Ich habe mich fokussiert seit vielen Jahren auf das Transaktionsgeschäft, das heißt die Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Financial Due Diligence, operative Themen beobachten, begutachten und habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Transaktionen begleitet. Wie das in der Praxis konkret aussieht, darüber sprechen wir gleich noch. Bob, Sie sind auch seit über 20 Jahren im Beratungsgeschäft tätig, waren viele Jahre in den USA und auch in Kanada. Worauf sind Sie fokussiert bei A&M? So, mein Schwerpunkt ist Restrukturierung und Transformation. Ich habe in diesem Bereich für die letzten 20 Jahre überall in die Welt gearbeitet. Schwerpunkt normalerweise ist Interim Management, Turnaround-Plan aufbauen und Verhandlungen mit den Banken oder der Betriebsseite. Was nehmen Sie denn so mit aus den Gesprächen bei Ihren Kunden, bei Ihren Mandanten? Welche Bedürfnisse haben die? Ja, heute alle Unternehmen, sie brauchen Geschwindigkeit. Sie brauchen schnelle Entscheidungen, sie sind agile sein. Und das ist der Hauptpunkt aus meiner Sicht in die Welt heute. Mhm. Jürgen, wie sehen Sie denn rückblickend die grundsätzlich ökonomische Entwicklung und speziell auch auf dem M&A-Markt in Deutschland 2018? Also nach wie vor Wachstum, faszinierendes Jahr, viele interessante Transaktionen, sehr viel Geld durch Banken, das nach wie vor den Kapitalmarkt speist. Es ziehen leicht die Wolken am Horizont auf, aber da kommen wir nachher gleich nochmal dazu. Trotzdem ist immer noch sehr, sehr viel Geld auf dem Markt. Bob, was würden Sie sagen, in welchen Unternehmen oder auch in welche Branchen wird überwiegend investiert? Alle Unternehmen brauchen Geld und Technologie, das ist ein ganz heißes Thema im Moment und alle Technologieunternehmen, sie müssen Geld investieren, sie müssen ganz schneller sein und ich sehe diesen ganzen Trend auch in den Retail-Bereich. Mhm. Trotzdem möchte man sich unterscheiden oder absetzen eben auch vom Mitbewerber, raus aus dem Einheitsbrei. Wo unterscheidet sich A&M von anderen Beratungsunternehmen? Also ganz kurz und prägnant, Problem anschauen, Problem lösen und zusammen mit dem Unternehmen wirklich pragmatisch hands-on eine Lösung herbeiführen. Jetzt sagen vielleicht andere, die das hören, naja, das machen wir auch. Wie sieht das konkret im Alltag aus, wenn Sie den Unterschied ausmachen? Keine PowerPoint-Folie machen, sondern lieber den Stromzähler anstoßen oder das Wasser abdrehen. Ganz hands-on machen. Das eine sind vielleicht die hausgemachten Probleme, die auf manche Unternehmen zukommen. Das andere sind eben auch politische Entwicklungen. Der Brexit macht vielen im Moment Sorge, was der eben für Auswirkungen hat auf Unternehmen, auf die ganze Wirtschaft. Glauben Sie, das wirkt sich wirklich aus auf Geschäfte, auf Unternehmen in Deutschland? Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich nicht etwas sagen. Ja, das ist, wir kennen nicht die Antwort, ja, muss ich das sagen. Wir haben so viele chaotische Trends im Moment. Wir haben die deutsche Wahl, wir hatten Trump, wir haben Brexit. Wir wissen nicht, was kommt. Wir müssen bereit sein. Wir sehen natürlich schon, einzelne Unternehmen reagieren. Wir haben es mit Schaeffler jetzt gesehen, hier BMW, Mini versucht, die Werksferien vorzuziehen. Also die Industrie fängt schon an, nachzudenken drüber und sich zu wappnen. Wohin das führt, ich glaube, das kann wirklich keiner richtig beantworten. Das eine ist die Entwicklung aus Großbritannien, das andere, was aus China auf Deutschland zukommt. Immer mehr chinesische Unternehmen investieren auch in Deutschland, in deutsche Unternehmen. Was raten Sie da Unternehmen? Also China nach wie vor ein großer Wachstumstreiber, gerade für deutsche Unternehmen, sei es durch Akquisitionen, sei es durch den ganzen chinesischen Markt, der erschlossen werden muss. Ein wichtiger Punkt, es gibt kulturelle Unterschiede. Und diese kulturellen Unterschiede wirken sich auch im wirtschaftlichen Zusammenarbeiten aus. Mhm. Ich habe erst jüngst ein Beispiel gehabt, wo das leider nicht ganz positiv gelaufen ist, weil einfach die chinesische Seite mit Entscheidungen lange gewartet hat und die dann umgestoßen hat. Vollkommen
out of the blue, ohne Vorwarnung, was natürlich zu entsprechender Verwunderung geführt hat. Ich habe auch entsprechend viele Beispiele, wo man merkt, das professionalisiert sich. Aber ganz klar, man muss als Unternehmer gewappnet sein, dass sowas passieren kann. Jetzt kulturelle Unterschiede kennen Sie, Bob, sicher auch aus Kanada, aus Amerika. Aber die sind vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt zwischen China und Deutschland. Was sind so die größten Stolpersteine, auf die man so stoßen kann, Jürgen, gerade im Umgang mit Chinesen? Also die größten Stolpersteine sind sicherlich einmal die Geschwindigkeit, die wir mittlerweile kennen, die ist noch höher als die Geschwindigkeit, wie Geschäfte, Transaktionen abgewickelt werden im Vergleich zu China. Sprache, ein Riesenthema. Ja, also wir können alle Englisch. Ich glaube, die wenigsten von uns können Mandarin und das ist wirklich ein Bremsklotz. Das heißt, man braucht lokalen Support. Sie nicken da schon zustimmend, Bob? Ja, absolut. Ich glaube, dass Communication die absolut wichtigsten Faktoren, wenn wir zum Beispiel in eine Behandlung reingehen oder etwas. Und das ist, in der Vergangenheit haben wir das Thema, wir hatten das Thema in Europa, wir haben noch das Thema in Europa, aber mit Chinesen ist ein anderes Thema, muss ich das sagen. Ich weiß, wir haben beide keine Kristallkugel vor uns liegen, trotzdem versuchen wir mal ein bisschen nach vorne zu schauen. Der Aufschwung der letzten Jahre scheint ein wenig gebremst zu sein, ausgebremst zu sein. Stehen wir möglicherweise vor einem Abschwung? Und wenn ja, wie sollte ich als deutsches Unternehmen darauf mich einstellen? Ja, und aus meiner Sicht, wir müssen bereit sein, wir müssen Cash-Focus, wir müssen Contingency-Planning machen und so weiter. Und wenn wir eine Top-Management-Mannschaft haben, dann aus meiner Sicht normalerweise kommt alles anderes. Jetzt machen das manche aber nicht, sind nicht vorbereitet auf genau diesen Fall. Die Krise ist da. Was raten Sie dann Unternehmern, was sie in diesem speziellen Fall tun sollen, kurzfristig? Das ist eine gute Frage. In der Vergangenheit, im Jahr 2008, haben wir alles gelernt, dass alle Unternehmen oder alle Investoren, sie haben kein Disaster Planning gemacht und so weiter. Was heißt das? Normalerweise haben wir viel Szenarios aufgebaut und so weiter mit Umsatz oder mit anderen Sensitivities und so weiter, aber wir haben keine Disaster Planning gemacht. Und dann ist die Lehman-Krise angekommen. Hoffentlich in der Zukunft machen wir Disaster Planning und so weiter und dann haben wir einen Plan B, einen Plan C und einen Plan D. Das heißt, so einen Disasterplan, das machen Sie dann für das Unternehmen, oder? Manchmal, ja, können wir das machen, ja, und so weiter. Und dann haben wir hoffentlich keine große Krise. Wenn wir über Zukunft sprechen, dann sprechen wir sehr oft im selben Atemzug auch über das Wort Digitalisierung. Würden Sie denn sagen, Jürgen, die deutsche Wirtschaft, die hinkt in Sachen Digitalisierung international im Vergleich ein wenig hinterher? Also die deutsche Wirtschaft hat nach wie vor mit Unternehmen wie SAP, vielen unbekannten Mittelständlern wirkliche Perlen. Aber wir sind in der Breite zu Followern geworden und wir sind nicht mehr im Lead. Grund: politisch werden wir nicht so gefördert, auch wenn die Bundesregierung in den letzten Tagen ein neues Programm beschlossen hat. Wir sind als Deutsche vielleicht auch nach wie vor etwas konservativer von unserer Einstellung und trauen uns nicht so und wir sind nicht ganz so entrepreneurial, wie das vielleicht in den USA der Fall ist. Ist das tatsächlich so ein kultureller Punkt, der uns Deutsche betrifft? Weil viele sprechen bei Digitalisierung über, das kostet und das ist viel Arbeit. Aber Bob, welche Chancen bietet denn die Digitalisierung für Unternehmen? Jede Herausforderung ist auch eine Gelegenheit aus meiner Sicht. Und Digitalisierung, aus meiner Sicht, viele Unternehmen, sie kennen nicht das Thema. Ja, ich habe immer die Frage gestellt, zum Beispiel mit Top-Management, was heißt Digitalisierung? Sie haben keine Idee und so weiter. Ja, so, aber aus meiner Sicht, was wir in der Zukunft machen können, wir können Big Data ergreifen und dann können wir viel Analysis machen und dann mit dieser Big Data kommt ein Digital Strategy und so weiter. Aber jedes Unternehmen muss ein Digital Strategy aufbauen. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, was die Digital Strategy ist. Ja, und viele Unternehmen wissen auch gar nicht, was sie mit den vielen Daten anstellen sollen, die sie eben haben. Das ist auch ein Problem, ja. Richtig. Jürgen, welche Branchen müssen denn am meisten umdenken und vielleicht über neue Businessmodelle nachdenken? Kann man das auf einzelne Branchen runterbrechen? Also ich glaube, es wäre sehr gefährlich, ganz spezifisch Einzelne hervorzuheben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, auch wenn ich es nicht genau weiß, aber das Thema Blockchain und andere Begriffe und am Anfang stehende Themen, dass die wirklich die gesamte Wirtschaft verändern. Wer ist besonders betroffen? Je globaler ein Unternehmen, je vernetzter ein Unternehmen, umso mehr muss man aufpassen, was man da tut. Die ganze Banken-, Finanzindustrie ist sicherlich extrem betroffen. Und wir sehen die ersten Bewegungen am Beschaffungsmarkt. Wir haben ein eigenes Team dafür mittlerweile, wo wir helfen können. Das heißt also, die Strategie verstehen wir. Und also da werden erste Anfänge sichtbar.
Haben sich denn im Zuge der Digitalisierung auch die Aufgaben fürs Management geändert? Also ja, extrem. Also ich glaube, man muss weg von ganz alten Denkmustern, man muss viel kreativer sein und man muss die Balance finden zwischen strategischer Ansatz auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Day-to-Day-Management kurzfristig zu managen, gerade vor den Wolken, die da so aufziehen. Mhm. Ein Spagat, der wirklich schwierig ist. Bob, was würden Sie sagen? Sie haben ja viel Erfahrung eben auch schon aus Amerika und Kanada gesammelt, jetzt seit vielen Jahren in Deutschland. Was muss denn ein guter Manager tatsächlich mitbringen, um ein Unternehmen erfolgreich durch Krisenzeiten zu führen? Denn in einfachen Zeiten ist es einfach. Ja, aus meiner Sicht Krisen oder kein Krisen. Mhm. Man muss ein gutes Team aufbauen. Ja, mhm. Wenn man ein gutes Mannschaft haben, dann das ist der erste Punkt. Das ist gut. Man muss ein gutes Business aufbauen auch. Und das hört sich ganz einfach an, muss ich das sagen, aber das ist relativ ABCs und so weiter. Ja? Und gute Entscheidung bringt gute Ergebnisse und so weiter. So, und man kann nicht alles schaffen. Das ist ganz wichtig. Ja? So, man muss fokussieren und Cash-Focus aus meiner Sicht. Das ist ganz wichtig bei A&M, ist, dass wir haben einen großen Fokus an Cash und so weiter. Und the cash never lies. Das ist, was wir immer sagen. Wie beratungsfähig sind denn dann so Manager, wenn Sie dann sagen, also Sie machen da ein, zwei Fehler, da errate ich Ihnen fast etwas anderes. Ist das schwierig manchmal? Das ist immer schwierig, muss ich das sagen. Ja, aber das ist die Situation. Aber es gibt wirklich unerwartet viele Beispiele, wenn man gerade zu dem Punkt Cash in Unternehmen reinschaut. Wenn wir reinkommen, wird es meistens negiert. Wir haben kein Cash-Problem. Mhm. Wenn wir eine Woche da sind, stellt man fest, ihr habt sehr wohl ein Cash-Problem. Und jetzt ist die Frage, wird es nicht gesehen oder soll es nicht gesehen werden? Das ist, kann man nicht genau beurteilen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, was der Bob gerade gesagt hat, gerade in diesen Zeiten der drohenden Unsicherheit, Cash muss man im Griff haben. Cash is king und normalerweise kommt der Anruf ganz spät. Ja. Zu spät. Und absolut, zu spät und das ist immer das Problem. Ein gutes Team ist die Basis für gute Arbeit, für ein gutes Ergebnis am Ende, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich das Team nirgends herbekomme. Stichwort Fachkräftemangel. Viele in Handwerk und Industrie klagen eben darüber. Würden Sie sagen, Jürgen, das betrifft nicht nur das Handwerk und die Industrie, auch andere Branchen? Also würde ich zustimmen. Wir merken das selber am eigenen Leib. Wir sind stark gewachsen, wir wollen weiter wachsen und unser Kernthema ist, wo kriegen wir Talente her? Auf allen Ebenen. Es fehlt also auch an Beratern? Es fehlt an Beratern. Wir suchen natürlich einen speziellen Typus, der jetzt nicht nur der reine Berater ist, sondern der praktisch erfahren ist, der auch schon mal was gemacht hat. Ohne sagen zu wollen, dass ein Berater nichts macht. Aber grundsätzlich in der Industrie ist Fachkraft ist eine Mangelware. Jetzt gibt es ja eine neue Generation an Mitarbeitern, die vielleicht andere Werte, andere Vorstellungen haben. Die treten sehr selbstbewusst auf, die legen Wert auf eine Work-Life-Balance. Sie sagen, wir wollen mobil arbeiten, vielleicht auch noch Homeoffice 2 Tage von 5. Wie geht ein Unternehmen damit um, Bob? Das ist eine gute Frage. Wir haben viele Millennials im Moment und so weiter. Und wir haben auch das Thema in unserer Firma und so weiter. Wir müssen flexibel sein. Ja? Und wir können ganz altmodisch sein. Und A&M, muss ich das sagen, wir sind relativ flexibel und so weiter mit Homeoffice oder mit Mobility und so weiter. Aber wir können immer verbessern und wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Also der Punkt ist ganz einfach. Wenn wir gutes Talent haben wollen, egal wer, ob wir als A&M oder andere Unternehmen, dann muss ich diese Flexibilität zeigen, sonst kriege ich das Talent nicht. Das ist am Ende die Formel, die für alle gilt. Ja. Schauen wir trotzdem in die Zukunft, auch wenn wir nicht genau wissen, was sie bringt in 5 Jahren, in 10 Jahren, aber vielleicht fürs nächste Jahr, 2019, bedeutet für A&M was? Für A&M, wir haben die letzten 2 Jahre super Wachstum erreicht und ich konnte mir vorstellen, dass das Trend bleibt und so weiter. Es gibt viel Geld im Markt, viel Private Equity Unternehmen, sie sind ganz aktiv und so weiter. Wir sehen noch mehr Transaktionen und ich glaube, dass A&M, wir haben diese gleiche Wachstum auch in 2019. Jürgen, eher skeptischer Blick aufs nächste Jahr, weil vieles unsicher ist oder große Vorfreude? Also ich finde es spannend, extrem spannend, weil eben so viele Risiken, die aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, da sind extreme Chancen drin für uns als Unternehmen, aber auch eben für sämtliche anderen Unternehmen, wo man einfach flexibel reagieren muss und spannende Aufgaben vor sich hat. Und das ist was Schönes.
Wir sind alle gespannt, was die Zukunft bringt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall mal für Ihre Einschätzungen und auch für das Auspacken und Erzählen aus Ihrem Fundus der Erfahrungen der letzten Jahre. Das waren die beiden Deutschlandchefs von A&M, Bob Rajan und Jürgen Zapf. Vielen Dank Ihnen und danke auch allen fürs Zuschauen.